Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Kameraarbeit ist natürlich die Kadrage. Das heißt, welchen Bildausschnitt wähle ich? Da gibt es dann verschiedene Strategien, die man da zum Einsatz bringen kann. Zum Beispiel gibt es den sogenannten goldenen Schnitt. Das ist so eine Aufteilung von 2/3 ungefähr zu 1/3. Ein Verhältnis, was in der Natur sehr oft vorkommt und was man als angenehm und natürlich empfindet. Das wird auch im Film sehr oft benutzt, dass der Kopf des Protagonisten ein bisschen in 1/3 der Einstellung untergebracht wird und 2/3 dann in Blickrichtung meistens freigehalten wird. Ansonsten kann man natürlich auch eine Zentralperspektive wählen und ganz mittig kadrieren. Das hat dann eine etwas andere Wirkung. Das wirkt dann etwas artifizieller, komponierter noch stärker, weniger natürlich. Das hat zum Beispiel Stanley Kubrick in Shining sehr konsequent durchgezogen und hat dadurch auch diesen Gruseleffekt verstärkt. Aber das kommt sicher immer auf den Kontext auch an, in dem man das dann benutzt. Ansonsten wichtige Diskussion am Set ist auch immer Headroom. Also wie viel Platz lasse ich sozusagen meinem Protagonisten über dem Kopf frei?